Waschraumverkehr. Hervorragend. Tür entsperren. Entsperren. Oh, Tür öffnen. Hier geht das nur von innen. Okay. Entsperren. Entsperren. Entsperren und entsperren. Ja. So, reingesetzt. Dann wollen wir Führerschein ausmachen. Fahrgäste können von mir vertagen. Das wollte ich nicht. Ich wollte. Was ist die 7 gewesen, oder? Numpad 7, ja. Den wollen wir mal. Auch rechts rum müssen wir, okay. Haben wir jetzt mit Tempomat. Konnte man das nicht ausschalten, dass die Map oder deaktivieren, dass die Map ah ne, ich dachte hier wäre ein Höller. Nächster Halt, Grannis Platz. Dass der nur in der Evo-Perspektive war das doch. Oder? Oder? Jetzt haben wir es nicht. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es nicht. Jetzt haben wir es auch nicht. Okay, perfekt. So wollte ich es. Ich brauche eine Fahrkarte. Oh Gott, eine Tagesfahrkarte. Standard. Danke. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Mehrere Tagesfahrkarten, 3 Stück. Danke. Bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Wochenfahrkarte. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Also noch können wir es machen. Hier ist die Fahrkarte. Wir haben jede Menge hier, bitte. Leute drin. Hier. Klar. Was? Klar. Klar. Macht hier. Das Sinn, einmal kurz durchzulatschen. Hier ist die Fahrkarte. Na klar. Hier, bitte. Klar. Ich möchte kein Bild von einer Katze. Hier. So, weiter im Text. Gute Zeit. Oh Gott. Eine gute Zeit werden wir nicht fahren. Da kommt da jemand? Nö. Einfach aus dem Grund bei Rush Hour und so weiter. Und wir wissen ja, wie das ist. Einfach durchfahren, solange man uns noch lässt. Und bevor man uns nicht durchlässt, einfach mal durchlassen lassen. Durchlassen lassen? Ja, das passt.
Nur mal sowas, ob das gerade nicht passiert ist. Scheinbar hat gerade eben echt eine Taste gedrückt, was wahrscheinlich gerade eben echt einen Retarder aktiviert, weswegen wir immer so schnell langsamer geworden sind. Aber jetzt scheint es irgendwie nicht mehr so zu sein. Sonst würde ich ja nicht irgendwie immer so aus, über das Ziel hinausschießen. Eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Oh, das ist jetzt der neue Spruch. Aber die neue Version des Spruchs. Tschüss. Tschüss. So, wie das jetzt kommt. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Tag, Senior drucken. Danke. Bitte. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Danke. Ich sag noch kein Schicken. Eine Fahrkarte bitte. Aber hier sind echt ziemlich viele Leute, oder? Oder täuscht das? Kann das sein, dass wir hier so krass entwickelt sind, auch durch die ganzen Angestellten, die wir durchschicken, dass wir einfach hier immens viele Leute haben, weil... Oh, ich habe Blinken scheinbar nicht aktiviert gehabt. Weil durch Rush Hour ist ja, die Rush Hour bezieht sich ja eigentlich nur auf den Verkehr. Wenn ich mich recht entsinne. Und solche nationalen Feiertage oder so ein Kram, die beziehen sich dann halt auf die Leute. Heißt das, beim Dings, bei der Rush Hour ist der Verkehr mehr. Und beim nationalen Feiertag sind die Leute mehr. As far as I remember zumindest. Das Wochenende kaum erwarten. Nächster Halt, Westspeicher. Ich kann. Ich brauche einige Fahrkarten. Einige Fahrkarten kommen sofort. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzel. Oh Gott. Senior. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Tagesfahrkarte. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Mehrere Standardfahrkarten. Okay. Nevermind. Eine Fahrkarte bitte. Eine Tagesfahrkarte. Und Rush Hour. Nächster Halt. Verdammt. Defensiv Retarder. Ach, du musst links abbiegen. Das ist ja schön, gut zu wissen. Diese Verspätung. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? In welchem Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja klar. Das ist eine richtige Menge Leute, ne? Es muss ja an dem... An dem Level der Tanke, der Bushaltestelle liegen. Tschüss. Tschüss. Eine Fahrkarte. Eine einzelne Fahrkarte. Oh, fast verkriegt. Oh, nicht schon wieder. Danke. Bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Fahrkarte. Danke. Bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Standardfahrkarte. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. So, lass mal die Blockiertür, die Tür blockiert. Oh, au,
Zug. Ich dachte, ich hätte eine gekommen. Na klar. Oh, hier. Du dachtest. Na klar. Hier, bitte. Klar. Dann müssen wir mal weniger denken. Die Fahrkarte. Oh. Klar. Na klar. Augenblick. Hier. Klar. Augenblick. Wer blockiert jetzt die Tür? Niemand. Hier muss ich raus. Hä? Witzbold. Nächster Halt, Astra Promenade. Ich bin schon kein Ausdruck mehr dafür. Okay, es gibt jetzt noch Leute, die durch den Raum. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Durch den Bus rennen und scheinbar rumschwirren. Das ist auch nice. Noch ein Tag. Dann habe ich endlich frei. Nächster Halt, Ostspeiche. Ach, Ostspeiche, das dauert, bis wir bei der Ostspeiche sind, das weiß ich jetzt schon. Ich glaube, ich nenne die Tour nach links. Heißt links, dann rechts und geradeaus. Da kommen wir wahrscheinlich besser voran. Nächster Halt, Ostspeiche. Verlassen, der Haltestelle geblinkt. What? Welche Haltestelle? Tims Geburtstag gestern Abend. Warum wollte er jetzt? Ich hätte nicht bleiben sollen. Erst links blinken und dann doch rechts blinken. Manchmal so aufhängen. Ich hab grad ne Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingswort? Ananas. Langsam nervt es. Aber auch nur langsam. Ich hab gestern Shampoo gekauft. Ah ja. Was? Gekauft. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Ja, fast zu spät. So, was haben wir immer eine kleine Tour. Länger als gedacht.
Ist der vorne festgefahren? Okay, nee. Hat sich nur vom Moment festgefahren. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Ja, das kann nur ein. Also, Ostspeicher. Das sind ja so viele Leute, das kann echt nur daran liegen, dass wir hier regelmäßig 7 Minuten verspätet. Holy shit. Und das nur wegen Rush Hour. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Danke. Bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Einzelfahrkarte. Oh Gott. Dann machen wir es so. Eine Fahrkarte bitte. Eine Tagesfahrkarte. Einzelstandard, diesmal ohne an. Okay. Diesmal musste ich raten, alles klar. Oh, weia. Entschuldigung. Westspeicher. Klar. Hab ich Ihnen schon gezahlt? Ja. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezahlt. Klar. Was? Ach so. Euer Na klar. Lachs. Hier, bitte. Und dich klar. Kenn ich noch nicht. Was? Na klar. Freue ich mich. Einfach mal durchgehen. Ich habe Ihnen, na klar. Was? Ach so. Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Keine Beschwerden. Oh nein. Oh nein. Ah, hier ist die Fahrkarte. Was? Na klar. Wo hab ich... Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Sie haben meine Fahrkarte schon. Hier, bitte. Tut mir leid, ich habe leider keine Ahnung, wer hier gerade einsteigt und wer nicht. Die sehen alle gleich aus. Für mich. No offense. Natürlich. Schön, dass du jetzt auch weißt, wo du hin willst. Als ob du es nicht schon vor 10 Minuten wusstest. Ja, man muss die Rush auch einfach lieben. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Nächster Halt, Westspeicher. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Und perfekt zu spät. Wiedersehen. Wiedersehen. In der letzten Folge kam endlich raus, dass eine Fahrkarte als Zwillings. Gehen Sie weg. Die Tür geht nicht. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Fahrkarte. Danke. Ah, verdammt. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Voll Idiot. Nächster Halt. Moment. Media Center Astra. Ich hab ihn nicht. Wo sind wir hier auf der Vorfahrtsstraße, hä? Meine Güte, diese Touristen immer. Ich frag mich ja, wo die Levelgrenze ist, ob man hier auch rumwandern kann. Ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Ups. Vergessen zu blinken. Passiert. Aber ja, 10 Minuten.
Immerhin Plus und Minus. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Tagesfahrkarte. Danke. Bitte. Okay. Grannis. Oh, weia. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Ah ja. Naja. Die Begeisterung. Ist heute nicht nach Arbeiten. Und wir haben es geschafft. Wiedersehen. Für eine Animation gibt es auch zum Aussteigen, zum Aufstehen. So, dann holen wir mal den ganzen Müll, sammeln wir den Müll auf den Boden geworfen, das ist aber auch nett. Und dann fahren wir mal eben zurück zum Depot. Das ist ja direkt um die Ecke. Und dann schauen wir mal, ob es was genützt hat. Oder ob wir doch tatsächlich weiterfahren müssen, um einen erneuten Bus zu holen, damit wir die 85% Bushaltestellen erreichen. Mit befahrenen Fahrern. Kann natürlich sein, dass wir noch einen weiteren Bus brauchen. Ja. Ich dachte eigentlich nicht, aber gut. Ist dann halt so. Die sind ja schon ziemlich weit entwickelt, ne? Also kann es natürlich auch daran liegen. Okay. Jetzt haben wir sogar noch mehr wöchentlich bekommen. 77.000. Okay, beziehungsweise das wöchentliche steigt. Oder? Sind das 7 Fahrten pro Woche? Ich bin verwirrt. Nee. 13. Fahrt, okay. Hervorragend, wir haben es geschafft. Also kommen wir jetzt in den südlichen Bezirk, 75%. Du hast dich schon wieder selbst übertroffen. Ich glaube nicht, dass der öffentliche Nahverkehr in der Umgebung der Stadt je so stabil war. Ich habe noch mal mit Herrn Baumann gesprochen
Und wir glauben, dass es an der Zeit ist, den Hauptbahnhof wieder ins Streckennetz zu integrieren. Ja, wir bei der Handelskammer sind absolut überzeugt, dass wir mit eurer Expertise die Situation der Pendler aus den Randbezirken maßgeblich verbessern können. Wir haben einen Bonus für euch ausgehandelt. Außerdem sind die Gesellschafter bereit, die Rechte für den Hafenbezirk wieder zu überschreiben, wenn ihr ihnen zeigt, dass ihr den Hauptbahnhof in euer Streckennetz einbinden und mit der anschließenden Nachfrage fertig werden könnt. Oh, ja, das ist doch nice.